So, meine lieben Freunde, ich habe kurz in die Aufnahme geguckt und es ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Gut, zwei Level fehlen noch und dann schauen wir mal, was passiert. Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Hoch und dann da. Don't fall on me. Och nee. Latteko. Wir werden mit so Schwergewichten zugedonnert. Was ist denn hier jetzt los? Checkpoint. Okay, noch so einer. Schmeiß. Ach komm schon. Okay. This is heavy. Aber ich mag das Level. Das ist wenigstens moderat schwer und nicht so ein Müll. Das war jetzt Müll von mir. Mir scheißegal, wie viele Parts ich jetzt brauche. Ich werde das Spiel ohne Save States durchziehen noch. Weil ich habe das Hauptspiel schon ohne Save States durchgeschafft, also werde ich das mit den Bonuswetten auch so machen. Okay, jetzt habe ich aber ein Problem. Okay, der verschwindet. Und wir haben es geschafft. Die Level sind aber brutal geil. Dann haben wir noch das im Winter. Da. Okay. Boah, ich muss mich echt orientieren, wo was war. Time to call it a day. What? Wo fehlt mir denn eine Münze? Adam, was ist da jetzt schon wieder schief?
Okay. Da haben wir aber auch alle. Ich habe ausnahmslos von jeder Welt alle geholt. Ach, hier haben wir die noch nicht. Okay. Ich dachte, die hätte ich schon. Ich hatte ausnahmslos jedes Level nochmal durchforstet. Und die eine Münze geholt. So, jetzt aber. Dann habe ich das Level offenbar unabsichtlich geskippt. Jetzt dürfen wir aber da reinkommen. Oh mein Gott! Das sieht ja episch aus. Das ist krass! Okay. Für die Münze war es mir aber wert. Jetzt haben wir eh alles. Jetzt muss ich halt nur noch das Level schaffen. Und dann gucken, was passiert. Oder muss ich dafür den Final Kampf nochmal schaffen? Da kann ich einfach rüberfliegen. Das Tanuki macht es uns ja möglich. Echt heftig, dieser Aufbau. Aber ich mag's. Sehr sogar. Ich finde sowas sogar noch besser als die ganzen normalen Level teilweise. Und geschafft. You've unlocked Aesthetic Mode. Add an extra challenge by making coins hurt you. Let's select on the map to toggle Aesthetic Mode. What? Ja, und was passiert jetzt? Schauen wir mal. Ach, da habe ich noch den Checkpoint. What? Die Münzen können mich tatsächlich hitten. Aua. Wie machtsuchtig ist das denn?
Aber gut. Muss ich jetzt dafür den Final Kampf nochmal machen, um noch was zu anlocken? Würde mich jetzt interessieren. Oh Gott, wir gehen dieser Kampf jetzt nochmal. Okay, Spinjumpen geht. Pew. Oder ist der jetzt nur schwerer wie in diesem Aesthetic Mode? So schwer ist dieser Kampf nun auch wieder nicht. Hat nicht funktioniert, wie du wolltest, hä? What? Okay, also das Ende ist so dasselbe. Na gut, wenn wir damit sonst nichts mehr freischalten, dann würde ich wirklich sagen, dass es jetzt mit dem Let's Play erledigt ist. Ja, nochmal einen kurzen Fazit wegen den Bonuswelten. Ich fand die wirklich gelungen. Es ist zwar schwer gewesen, aber immer noch moderat schwer, um es zu schaffen. Keine Frage. Vielleicht hätte... Ich hatte sogar befürchtet, dass es noch schwerer werden könnte als manche Level zuvor. Aber ein bisschen knackiger hätte ich es mir vielleicht schon vorgestellt. Oder zumindestens, hätte ich das so spielen können ohne Tanuki, weil diese Flutdinger machen in der Regel alles sowieso einfacher. Ja. Da frage ich mich wirklich, warum man solche Level nicht vorher schon eingebaut hatte. Und manche Level, speziell in der Eiswelt, die waren teilweise bockig. Ja, thanks for playing. Ich hab's jetzt nochmal mit dem Bonuswelten durchgespielt. Aber gut, abschließend kann ich immer noch sagen, sehr geiler Hack. Spielt ihn unbedingt. Und ja, das mit den Münzen, das finde ich immer noch wirklich komisch gemacht, dass man nur noch eine einzige Starcoin brauchte, um wirklich alle 5 registriert zu haben. Ich drück mal die A-Taste, damit wir noch ein bisschen Musik haben. Ja, wie gesagt, man hätte es irgendwie auch so scripten können, dass man nur die Münzen sammeln muss, die man vorher nicht eingesammelt hat. Vielleicht war das irgendwie nur ein Fehler beim Update oder vielleicht war das auch so gewollt. Vielleicht kann der gute Wild Yoshi Egg, der den Hack erstellt hat,
uns hier mehr dazu sagen. Vielleicht schaut er dieses Video gerade an. Oder vielleicht habe ich irgendwie so einen Fehler gehabt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ja, Plumber for All Seasons ist jetzt auch offiziell fertig. Es haben also nur die 4 Level gefehlt, wo ich jetzt im Endeffekt tatsächlich nochmal 2 Parts für gebraucht habe. Ich hatte wirklich erst befürchtet, dass es jetzt richtig knackig werden könnte. Aber dieser Modus mit den Münzen, die dich selbst hätten, das ist ein nettes Feature, aber jetzt auch nicht unbedingt, was ich haben muss, wenn ich das Spiel nochmal durchspielen würde. Aber gut, das sollte es auf jeden Fall gewesen sein. Damit ist Plumber for All Seasons offiziell durch. Die anderen Mario Hacks werden noch von mir hochgeladen, also Mario Game und The Trip. Ich denke mal, dass ich diese 2 Parts hier einfach zwischenpacke, damit das Let's Play seine Vollständigkeit hat. Ja, und was dann auf jeden Fall noch kommen wird, das werdet ihr dann sehen. Minish Cap habe ich auch bereits fertig. Also bei Legend of Zelda mit dem Minish Cap. Und dann mal schauen, was sonst noch kommen wird. Bis dahin, man sieht sich, meine Freunde. Ciao.